Hallo und willkommen zu Teil 11 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Heute geht es um unseren Ausflug nach Bandama. Das ist ein Vulkan, auch nicht weit entfernt von Las Palmas, gut erreichbar mit dem Bus. Der Bandama, das ist ein interessanter Krater, da kann man auch drauf rumlaufen, wenn man trittsicher ist. Etwas bequemer und sicherer ist der Wanderweg in den Krater hinein. Der ist 240 Meter tief, der tatsächliche tiefe Grund des Kraters. Dort lebt auch ein einsamer Bauer. Das ist ein ganz lustiger Anblick, wenn man oben auf dem Krater steht und ein einsames weißes Häuschen sieht. Der Gipfel des Bandama, zu dem man auch hochlaufen kann, das ist eine befestigte Straße, da kann man sogar mit dem Auto fahren, aber ich finde es viel toller, das zu Fuß zu machen, weil man dann in jeder Ecke und Windung und Wendung immer nochmal neue Blicke genießen kann. Also der Gipfel ist 574 Meter hoch. Direkt neben dem Krater ist auch ein ziemlich großer Golfplatz und auch ein Golfhotel. Das liegt wirklich sehr idyllisch da. Wem Golfen Spaß macht, für den mag das ein Geheimtipp sein. Ist wohl nicht ganz neu, das Gelände und das Hotel, aber ich finde, die Lage ist auf jeden Fall klasse. Es gibt auch noch ganz in der Nähe der Bushaltestelle, wenn man dann hungrig ist vom Wandern und Laufen, kann man noch einen Snack zu sich nehmen. Die haben da wirklich leckere Spezialitäten, tollen Salat, auch mit Ziegenkäse und auch leckere Küchelchen. Da wird man auf jeden Fall auch fündig. Ist das wirklich gut zubereitet, sehr gesund. Man muss nur dem Busfahrer Bescheid geben, wenn man von Las Palmas kommt, wo man aussteigen will. Das ist der Bus Richtung Santa Brígida. Dann viel Spaß bei diesen Filmen und es folgt noch ein letzter Teil meines Reisetagebuchs. Viel Vergnügen. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Bandamas. Wir wollen eine erneute Wanderung machen. Das ist ja jetzt der Bus 311, der fährt nicht so häufig Richtung Santa Brígida, aber wichtig ist eben, dass er auch an den Casas de Caldera hält. Da steigen wir aus, um dann den Vulkan zu besteigen, wo es einen tollen Ausblick geben soll. Und hier sieht man auch wieder schöne Anzeigen. Wir haben auch dem Fahrer Bescheid gesagt, wo wir aussteigen wollen. Mal gucken. Wir stehen jetzt hier auf dem Kraterrand des Vulkans Bandama. Der Bus hat uns gut hergebracht, der Fahrer hat angehalten an der Casa del Caldera. Da gibt es dann auch ein Schild, das führt einen dann hier rein zur Infotafel und man hat hier einen tollen Blick erstmal von oben in diesen Krater hinein. Ich weiß gar nicht, ob das hier so deutlich wird. Es gibt da verschiedene Strecken, die man wandern kann, von gefährlich und mittelgefährlich. Und man kann da hineinsteigen in den Krater. Das wollen wir aber nicht machen, weil wir wollen ja Aussicht genießen. Ganz da hinten, da sieht man Meer und Häuser. Das Meer geht über in die Wolken. Mal sehen, wie weit wir uns trauen, weil man muss nichts riskieren, unnötig. Hier sieht man auch nochmal eine Schautafel, wie der Vulkan entstanden ist. Geht die Kraxelei los. Ich weiß gar nicht, ob wir den Weg nehmen müssen. Oder diesem hier folgen. Ich glaube, hier geht es weiter. Ne? So, hier von oben nochmal. Da gibt es so ein Lokal und nebenan ist auch noch ein Golfhotel. Kann man noch mal so einen Panoramablick nehmen. Da ist das Golfhotel im Hintergrund. Liegt wirklich sehr, sehr schön hier, da die Caldera, also dieser Vulkan. Man hat einen Blick auf Las Palmas, auf den Hafen, auf Schiffe. Interessante Gesteinsformationen. Da unten, da kann man reinwandern, wie gesagt, ins Tal des Kraters. Ja, nochmal aus dieser Perspektive einen kleinen Rundblick. Wir stehen jetzt direkt vor dem Golfhotel Bandama und schauen hier nochmal runter in den Krater und man sieht ganz, ganz unten sogar eine kleine Finca. Da möchte ich ja die Seltaflaschen nicht drauf und runter tragen müssen. Aber vielleicht haben die ja auch eine kleine Quelle da unten, man weiß es nicht.
Ja, und wir haben auch schon hier einen Weg gesehen. Das ist, weiß ich nicht, ob man das hier erkennen kann. Der geht sehr, sehr schmal auf dem Grat entlang. Ich glaube nicht, dass wir uns das antun wollen. Aber wir gucken mal näher ran. Also jetzt sind wir doch an so einem Punkt angekommen, wo wir nicht unbedingt weitergehen wollen. Hier geht es steil bergab. Und wenn man sich den weiteren Verlauf des Weges ansieht, nee, es war auch schon gleich am Eingang zu diesem Weg ein Schild, dass es slippery sein könnte, gefährlich, peligros. Und dann müssen wir das jetzt hier auch nicht herausfordern. Letzter Blick hier nochmal in den Krater hinein. Ja. Mal sehen, ob wir da oben noch rauflaufen wollen. Jetzt haben wir hier nochmal einen anderen Blick auf die Caldera, auf den Krater. Man sieht auch hier den Weg runter. Da sind Menschen in den Krater gestiegen. Das geht auch. Und wir gehen jetzt aber hier den, das sind nochmal nach 1,5 Kilometer pro Strecke. Da hinten ist Las Palmas, da hinten. Wir wollen da oben rauf. Und hier sollte man besser nicht runtergehen. Jetzt haben wir den Gipfel hier erreicht, Pico Bandama. Viele fahren auch mit dem Leihwagen hier oben rauf. Wir sind gelaufen. Ein wenig aus der Puste. Sieht man wieder den Golfplatz. Und hier das. So, das ist eine scheiß Drohne hier, die uns hier beobachtet. Ja, ich nehme dich auch auf. Und macht auch Krach. So, und hier ist Las Palmas. Kann man auch machen. Gott. Eben sind uns hier ganz viele Radfahrerinnen entgegengekommen und dann auch wieder sind sie den Berg runter geschossen, muss man sagen. Rauf quietschten die Ketten und runter, da juchzten die Mädels. Die wahre Freude, es war irgendwie jugendradelt und es scheinen Engländerinnen gewesen zu sein. Busbahnhof San Telmo. Okay, ich warte draußen.